Hier halten wir unser ganzes Nutzvieh. Wir bekommen nicht oft Fleisch. Doch uns geht's gut. Eigentlich. Hey, kannst du vielleicht Essen herbeizaubern? Vergiss es. Das offene Gelände ist der Friedhof. Reich oder arm. Wir alle werden dort enden. Eine Farm auf einem Friedhof. Das sieht man nicht so oft. Wirklich. Es ist ein gutes System. Die Tiere halten das Gras schön kurz. Komm, wir schauen es uns mal an. Brücke runter. Die sind nicht scheu, das steht fest. Tja, sie sehen eben nicht so oft Fremde. Hey, willst du sie vielleicht füttern? Wirklich? Ist das erlaubt? Natürlich! Warte hier, ich hole ein bisschen Futter. Schafe füttern. Geh zu einem der Tiere und streck die Hand aus. So ein Dreckzottel. Wascht ihr sie nicht? Wir versuchen's. Aber das Kleine liebt Schlammbäder. Wow. Wie gesagt, dies ist der Friedhof. Das sind viele Gräber. Ja, nun, wer tot ist, liegt da unten. Wow, wo sonst, hä? So. Next, please. Hui, hat das richtig Kohldampf, was? Na? Ein bisschen Puff gemacht. Flauschig. Okay, kein Loot, kein gar nichts, schade. Nur gut, nicht. Hinten. Fuck. Oder hinten. Flauschig. Yeah, krasse Mission. Direkt 10 Level gemacht. Mega. Nee, 50 CP, oder? 100. Ich bin double. Lieblingsgut. Ich schätze, ich sollte dich zur Oberstadt bringen. Wir müssen etwas zurück und die Treppe hoch. Oder willst du dich vielleicht erst noch ein bisschen umsehen? Das ist der Friedhof. Alle, die in Sipol starben, sind hier beerdigt. Das Problem ist, wir können nicht mehr um alle trauern. Okay, cool. So. Ich hab einen Stalker, oh mein Gott.
Hey, Freunde. Da ist er ja. Darf ich dich was fragen? Deine Nein. Kräfte. Könntest du sie mir kurz vorführen? Nein. Definitiv nicht. Du bist doch keine Straßenkünstlerin. Nein, tut mir leid. Das ist keine Show. Oh, schade. Ich hätte sie gerne noch mal bestaunt. Na, ich hab genug gesehen. Effie ist schon so gut wie gerettet. Wie oft muss ich's dir denn noch sagen, verdammt? Ich bin nicht eure Retterin. Mhm. Genau, ein paar Mal ganz noch. Tja, und hier leben also die reichen Säcke. Yep. Sie haben das beste Essen, die schicksten Kleider und den sichersten Stadtteil ganz für sich. Sie dürfen über alles entscheiden, nur wegen ihrer Stellung. Denk besser nicht drüber nach. Der Zufall der Geburt. Sei verflucht, grausames Schicksal. Mhm. Das ist sie. Ach, schau sie bloß nicht an. Wow. Grüß dich. Was will denn bitte so jemand hier in unserem Teil der Stadt? Halt abfackeln und das auslöschen. Dieser Junge ist zurück. Ignoriere ihn. Der verschwindet schon wieder. Mhm. Willst du, dass ich die Wachen rufe? Nur wenn sie was anstellt. Das tut sie bestimmt. Abwarten, Schatz. Dies ist der Turm von... Oh. Ach ja. Du kennst ihn. Mhm. Hey, ja, ist gar kein Problem. Danke, aber die was? Besichtigungstour können wir uns echt sparen. Die Katzen der Oberstadt haben wirklich vor niemandem Angst, was? Ja, sie sind süß. Aber nicht Homer. What the fuck, das ist meine Katze. Ich habe keine Ahnung, wie du sie auseinanderhalten kannst. Das ist meine Katze, Mann. Also eins ist das. What the fuck? Warte, wollt ihr noch zusammenschlagen? Nee. Oh, schade. Schön. Ach ja, Flippus. Ist hier irgendwas? Wozu existiert das Gebäude hier? Und ruhig. Ich brauche einen Arzt. Oder ich brauche gleich einen Arzt. Wow, das ist hier ganz schön. Schürfer. Tag. Ah, boah, der Turm, ne? Meine Knastzelle, oh, komm nicht hoch. Ja, mit dem gewissen Alter halt, ne? Ist halt auch vorbei. Mhm. Ist jetzt nicht wahr, oder? Leck mir doch im Arsch. Muss ich hier rumeiern? Was haben wir denn mit dem scheiß Turm? So, dahin, Nappel. Reicht doch. Wieder noch ein Sinn vom Knast. Schön. Wow, das ist jetzt die Oberstadt.
Verschwindet! Geht! Los! Was will denn bitte so jemand? Willst du dich, Tante Seiler, wirklich ganz allein stellen? Erstaunlich. Und du willst mitkommen? Ich bin gar nicht lebensmüde. Wow. Was für Gesichtgritsch hier allesamt, Mann. Gerade ins Feuer gepisst. Kassa. Mal sehen. Na, will ich ja. Scheiß kleines Wesen. Vielleicht sollten wir ihm nach. Lauf mich genau. Feini Katze. Wer ist ein Feini? Du. Jo. Hier wolltest du uns hinführen? Danke. Wieder eine Holzpuppe oder was? Hübschen, ja genau. Oh, ist das für mich? Wollt die putzigen? Einfach ein Feini, ne? Einfach ein Feini. Jo. Ist nicht Oma, aber süß. Das ist richtig. Ein Feini. Alle unterm Arm klemmen, du, ich laufe alle mit allen hier durch die Gegend. No, immer wieder hoch. Du willst doch nicht wirklich mit Tante Seiler kämpfen. Nun ja, dann treibst du dich wenigstens nicht mehr in der Stadt herum. Okay, mal halt gleich. Irgendjemand anders hält gleich dein Kind. Wenn du die Treppe runtergeflogen bist, ganz schlimmer Unfall. 40-facher Genickbruch. Wow. Das ist ein spartendes Ding. Das ist das Mausoleum. Hier ruhen die Seelen der Toten. Was machst du denn hier? Und du? Du gehörst in die Unterstadt. Ja, ihr habt kein Recht hier zu sein. Ihr beide. Hinfort. Ach je, ausgerechnet der. Frey hat uns gerettet. Wenn jemand hier sein darf, dann sie. Wenn sie wollte, könnte sie euch im Handumdrehen einäschern. Aber sie tut's nicht. Das stimmt doch, Frey. Okay, kannst du endlich damit aufhören? In Kraft des Erde, nicht Feuer. Was ist denn nur mit dir los? Du willst deine Stadt retten? Dann mach's gefälligst selber. Mich ziehst du da nicht mit rein. Dieser Handwerker. Ja, du nicht so. Ja, Mausoleum, am Arsch ist Duster beim Schuster. Aber unsere Tour. Es gibt noch so viel zu sehen. Ich brauch seine blöde Tour nicht. Ich will trotzdem mal hoch, Mann. Hin. Was tun die denn da? Müsste ich raten, würde ich sagen, sie beten für die Toten. Naja. Bisher hat das Beten Effie anscheinend nicht viel gebracht. Alte Gewohnheiten lassen sich nur schwer ablegen. Und ist es nicht verständlich, dass sie nach alledem Trost im Gebet suchen? Ja, hast wohl recht. Eure Kaiserin ist hier. Guten Tag, guten Tag, guten Tag. Macht mir den Fußboden nicht kaputt mit euren Knie, du. Pack mal auf, du, was er macht. Aber das machen wir. Ja, Olivia. Hätte ich dich doch nur retten können. Ich weiß, es ist jetzt zu spät, aber ich hätte gern nur noch einmal mit dir gesprochen.
Okay, bringt nur eine IP. Schön. Pum. Damit der Schädel auf die Schlange läuft. Könnte schon sein. Okay, scheint nicht zu sein. Ich gehe doch mal hier ein bisschen weiter. Ach, verklappen. Robian Keen ist endlich zurück. Wer hätte das gedacht? Ich komme aus Junoon, genau wie er. Es erfüllt einen mit großem Stolz, ihn als Landsmann zu haben. Das sag ich dir. Ja. Zum Glück ist die Ernte noch heil. Mein Papa sagt, ohne Getreide müssten wir alle verhungern. Dann geht's doch gut voran hier. Bitte, hört sofort auf damit. Klingt nach Ärger. Hey, was ist hier los? Sir Robin will unseren schönen alten Balchenbaum schenken. Er ist ein bisschen außer sich. Das Blaue im Bauch und die Blumen auch. Wir haben ihm erklärt, dass er hier im Hain nicht willkürlich Bäume fällen darf. Das dort ist unsere letzte Balche. Schon gut. Entspannt euch mal, okay? Er hat 20 Jahre lang im Bruch gelebt. Er braucht... einfach Zeit, um klarzukommen. Er ist bald wieder der Alte. Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Vater! Vater! Ich bin's. Orden. Odi? Mein Kind. Was machst du denn hier? Wir wollten uns doch dort treffen. Wie soll das denn gehen, wenn du hier bist? Ist schon gut. Ich begleite dich. Dann sind wir gemeinsam da. Entschuldigt bitte. Seid doch so gut, Sir Robian. Gebt mir die Axt. Bitte, Vater, gib sie ihm. Bitte. Danke. Wir kommen zurecht. Gebt nur Acht, dass er nicht... Wird er nicht. Ihr habt mein Wort. Oh, Orden. Ich bin so ein Narr. Du bist kein Narr. Ich glaube an dich. Ich sagte, du würdest diesem Baum nichts tun, aber ich... Jetzt oder nie. Schon wieder Gesetze brechen. Ich bin nicht stolz darauf. Aber es ist zum Wohle Athias. Und wenn mein Vater glaubt, dass es hilft, dann glaube ich es auch. Hey, Bob. Das Mädchen aus der anderen Welt. Ja. Ich hab deine Notizen zu den Portalen. Den Torana? Oh je, es ist noch schlimmer, als ich dachte. Nee, Verzeihung. Mein Geist ist nur wackelwappelig. Wabbelwackelig. Wusch? Wusch, wusch, wusch. Ja, wusch! Ich brauche einen Wusch nach Hause, wo ich herkam. Dafür muss ich diese Tante killen. Falls ich überlebe. Wusch. Das wirst du. Was, nach Hause kommen oder die irre Tante killen? Ja. Entweder oder. Vielleicht beides. Oder gar nichts. Ah! Wer weiß das schon? Vielversprechend. Ja. Ja, ja. Ich verspreche. Ich werde dich wuschen lassen. Du hast mein Wort.
Herrlich, das Wort eines Tatagreises. Darauf ist Verlass. Yay. Wie komme ich denn in den Hain? Gehen wir nach Hause. Odi! Ja! Na komm. Wir sehen uns später. Okay. Hey, Ralf. Schon seltsam, dass Orden so viel an Bob liegt. Seltsam? Warum? Na, ich habe keine hohe Meinung von meinen Eltern. Jahrelang allein gelassen zu werden, ist anscheinend nicht für jeden so tragisch. Warum sollte es? Menschen sind nun mal schrecklich komplizierte Geschöpfe. Olivia. Ich kannte die Kleine kaum, aber ich denke oft an sie. Sie hatte Feuer. Doch es wurde ausgelöscht. Jemand muss dafür büßen. Apropos Bob. Wieso ist er nicht zum Zombie geworden? Er hat den Bruch mit uns durchquert. Nun, er war ja ohnehin schon eine Art Bruchzombie. Oh. Wow, danke für gar nichts. Lass uns jetzt das Archiv besuchen. Was ist denn das für ein freakiger Baum? Interessanterweise scheint er sein Aussehen nicht dem Bruch zu verdanken. Dieses blaue Licht. Woher kommt das? Manche glauben, es handle sich um destillierte Lebenskraft. Ja, ich vermute ein bisschen was anderes. Dass die ganze Scheiße hier vergiftet wurde mit dem Boden. Sollten wir nicht mehr über Syla erfahren, bevor wir uns in die Wildnis aufmachen? Alter, mit so, okay, cool. Und schauen wir noch mal ein bisschen hier. Wird noch eine alte Münze oder was? Der letzten Kackecke der Stadt hier. Aber Sichi da, Sichi. Ganz halb zwei, gut. Wo will sie hin? Irgendwie ihr. Scheiß kleines Wesen. Vielleicht sollten wir ihm nach. Kein Stückerchen. Der Taverne? Hallo. Was darf sein? Nicht. Sie hält an. Oh. Nächstes Figürchen. Du hast mich absichtlich hergeführt, oder? Mhm. Weil sie ein Feini ist. So. Da ist schon fast wieder ein Level gemacht hier. Ich mache dir keine Angst, was? Die mag ich. Oh, warte, warte mal, zu wie viel Bumm bei dem Typen hier? Na, zeig, was du hast. Hm.
Danke, meines. Komm bald wieder. Bitte, Frey, warte! So, ja, da war was. Okay? Ich hab nie gesagt, ich helfe dir. Bei irgendwas. Niemals. Kapiert? Tut mir leid. Ich war wohl zu voreilig, denke ich. Okay. Gut. Ich zeig dir nur einen letzten Ort. Fuck, nein! Ach, komm schon, bitte! Ich bezweifle, dass er ein Nein akzeptieren wird. Ein Ort. Ein einziger noch, okay? Dann ist Schluss. Oh, danke, vielen Dank. Komm schon, los, hier lang. Hey, was ist denn hier los? Vielen, vielen Dank, dass du die Stadt gerettet hast. Klar. Mama easy. Hat gesagt, wir sollen nicht mit dir reden, aber du hast uns geholfen. Danke, Frey. Sie wollten dir unbedingt zeigen, wie dankbar sie sind. Ich war doch nichts dabei. Das stimmt nicht. Und das weißt du. Wir stehen in deiner Schuld. Okay. Ja, ich auch. Okay. Warte. Hast du mich etwa deshalb angequatscht? Hilo! Ich hoffe, du liegst nicht auf der faulen Haut, du Lump! Oh, nein! Wo steckst du? Komm her! Los! Oh, nein! Boss. Oh, mein Boss! Entschuldige, Frey. Ich muss los! Ja, danke dafür. Will ein bisschen erfüllt. Nochmal 50 EP. Weißt du, mir hat noch nie wer Blumen geschenkt. Oder so. Und hoffentlich passiert das auch nie wieder. Gehen wir? Warte, kann ich aber ein bisschen hoffen, dass ich ein bisschen was am Haus machen kann, wa? Schade eigentlich. Jetzt aber da. Gut. Wir können noch nicht aus der Stadt. Wie sollen wir bitte einen unbekannten Feind besiegen? Guter John. Ich kann immer noch nicht glauben, dass Vater lebt. Du hast mir etwas wiedergebracht, das ich verloren glaubte. Ich bin dir so dankbar. Cooles